sagen, machen wir weiter. Jetzt müssen wir den ganzen Salat zusammenbauen. Ich wollte euch noch zeigen, das Teil hier, wo die Membran dran ist, muss ich noch abschneiden. Ich muss mal zeigen, wie es funktioniert. Kommt der Gummi ran? Na komm, Gummi. So, Loch zuhalten. Und dann müsste man eigentlich schon was sehen. Also funktioniert das, wenn oben Wasser reinkommt, geht die Membran hoch und der Mikroschalter, der schaltet dann. So. Machen wir erstmal hier weiter. Na komm. So, einmal. Zusammen. Ist nicht gut. So, würde ich erstmal sagen, bauen wir erstmal die Heizung rein. Zip, zip. Einmal. Na gut. So. Oh, hab ich das wieder hingeschmissen? Da kann man, das muss ich noch ein bisschen lernen. So, Zange, fest das Ganze. Schraubendreher. So. Das ist jetzt trocken und funktioniert super. Machen wir nach. So, Heizung ist drin. Ich muss jetzt mal überlegen, was ich jetzt machen wollte. Heizung. Jetzt kommt die andere Heizung. Vorsichtig. So, es muss ja einigermaßen in der Mitte sein. So. Sollte passen. So, was habe ich? Deckel. Scheibe laufen. Das fehlte über eine kleine Unterlichtscheibe. Na komm her. So. Einmal, zweimal. Ups.
rausziehen. Sieht gut aus. So, jetzt müssen wir das hier abschneiden. Mal gucken, ob das so einfach geht. Ja, funktioniert. Schön vorsichtig. Ja, schnipp, schnipp. Ja, das mit dem Gummi ist ein bisschen komplizierte Sache, aber ich denke mal, wer sowas schon mal gemacht hat, der kriegt das in die Reihe. Das ist bloß das Komplizierte dann, die Membran, dass sie ein bisschen hohl liegt. Seht ihr ja hier, naja, ich weiß nicht, ob man es sieht. Er liegt ein bisschen hohl. So, und das muss man irgendwie dann hinkriegen. Aber ich versuche das jetzt erstmal vorsichtig abzuschneiden. Gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Na. Die andere Seite ging schöner. Naja, wenn man mal was zeigen will, dann geht wieder bloß die Hälfte. Knurrt. Ich brauche was zu essen. So. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Brauchen wir wieder drei Hände. Zapp. Naja, es braucht ja nicht so super genau sein, aber es sollte so einigermaßen. Na. Das nervt mich, wenn es mal abgehen soll. Blöder Gummi. Jetzt geht's. So. So. Schön. So würde ich sie lassen. Hier noch ein bisschen weg. So. Sieht das schön aus. So, ist mal die Schraube so für den Mikroschalter. So, er kommt wirklich. Ich würde mal gucken, dass das schön passt. Da rein. Den kleinen Schraubenzieher. So. Gut. Jetzt werden wir noch mal testen. Hört. So, ich denke mal, das passt so. Schön. So, hier unten müsste auch alles fest sein. So, schön. So, jetzt muss ich bloß mal gucken. Jetzt kommt. Was kommt jetzt dran?
da rein. Ja, jetzt kommt der Gummischlauch. Der Gummischlauch. Jetzt einmal. Ich glaube, ich muss die Heizung noch mal locker drehen. Stimmt was noch nicht. Da stimmt was noch nicht. Wenn die ein bisschen zu weit rüber ist, sieht man ja, kommt der Schlauch nicht durch. Das ist scheiße. So. Dann muss ich mal gucken, wie wir das wieder festkriegen. So. So müsste das passen. Schlauch drauf. Stück. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie das eventuell ein bisschen biegen kann. Das bloß nicht kaputt machen. Ja, lass mal so. 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 Das passt. Jetzt kommt. Passt. So. Denn es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Also das kommt jetzt hier hin. Und das wird dann im Prinzip hier unten verschraubt. Ich drehe es mal um. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also das kommt dann hier unten rein. Nämlich so einen eigenartigen Sechskant. Es hat, ja, sieht man schlecht. Also es kommt da unten rein. Es hat so einen eigenartigen Sechskant. Und dann wird das Ganze draufgesetzt. Es ist, ja, komplizierte Sache. So, dann kommt der Rahmen noch rein. Der ist ja auch noch da. Muss mal gucken, den Schlauch. Lang genug gemacht habe, dass das auch alles ein bisschen
ich das nämlich alles vergessen. Aber ich denke schon, dass das hinhaut. So. Jetzt muss ich das hier durchpulen. Ja, ihr seht schon, das ist alles nicht so einfach. Das muss jetzt hier durch. Das ist nämlich die Masse. Na. Mann. So, jetzt durch mit dir. Ja, man bräuchte drei Hände. So. Okay, also so ungefähr sieht es aus. Dann kommt das hier so zusammen. Ja, blöder Bart. So. Also muss ich ohne anlöten, das Kabel. Jetzt kommt. Hier ein Mikroschalter ran, einmal da in der Mitte und einmal da unten. So, aber ich würde sagen, das reicht erstmal für heute. Den Rest machen wir dann morgen. So, jetzt habe ich das mal unten reingeschraubt. Ja, ein bisschen komplizierte Sache, man sieht es. Ist nicht gerade, ja, wie soll ich sagen, brauchen wir wieder zwei, drei Hände. Zumindest da oben ist es drin. Der Mikroschalter ist auch schon dran. So, mal gucken, ob man sieht. Also es wird dann hier oben verschraubt und da auch noch verschraubt. So, ja, aber ansonsten, jetzt muss ich ganz vorsichtig alles, das Teil hier und den ganzen Klimbim und mit dem Deckel dann vorsichtig so oben drauf und festschrauben. So, jetzt habe ich das Ding soweit zusammengebaut. Sieht nicht schlecht aus. Auf der Seite runtergehen. Teil schon verkabelt. Das muss noch ran. Die Heizung. Und ja, und die Heizung. Die hier. Da, da und da. Das muss dann hier irgendwo daran. Ja, und dann denke ich mal, wenn ich alles richtig gemacht habe, ja, in den nächsten Tagen gibt es dann den Probelauf. Und dann sehen wir mal, ob alles funktioniert. So, das war's erstmal. Soweit zum Zusammenbau. So, und so in etwa sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Das ist hier unten die Kanne. Hier der eine Behälter, was ich gemeint hatte. Und so sieht es von oben aus. Ups. Das kann man abmachen. Das kennt man ja. Der Filter hier oben drin. So, und dann, jo. Also ungefähr sieht die K104 aus, wenn sie so einigermaßen wieder ganz ist. Ja, ihr wisst ja, das Ding hat, ja, denke ich mal, 30 Jahre auf dem Buckel. Aber will man mal nichts sagen. So, es ist gleich soweit. So verkabelt ist es, man sieht es. Alles schön gemacht. Ja, so soll es auch sein. So, dann Deckel drauf. Und dann schauen wir mal.
Deckel drauf. Ja. Schräubchen. Ja. Einmal. Zweimal. So. So, jetzt gucken wir mal. Netzstecker rein. Und zack. Einmal. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Wasser habe ich hier. Alles schon vorbereitet. Ich will mich ja nicht blamieren. So, Wassermarsch. Machen wir nicht so viel rein. So, sollte reichen. Vorsichtig drunter. So. Jetzt kommt der große Moment. Und an. So. So muss das sein. Einwandfrei. Ah, das passt doch. Schönes Maschinchen. So, dann müssen wir bloß mal schauen, dass die Endabschaltung funktioniert. Ja, das ist die Membran. Wenn die nicht richtig hinhaut, geht die ganze Sache nicht. Aber mal gucken. Ein bisschen haben wir ja noch. So, das Wasser ist fast raus. Gucken wir mal. Ein bisschen rein. So, dann bin ich ja mal gespannt. Wenn es geht, habe ich ordentlich gearbeitet, und wenn es nicht geht, habe ich gepfuscht. Na. Komm, abschalten. Bis auf den letzten Tropfen. Muss ja bald alle sein. So viel habe ich da gar nicht reingekippt oben. Na los. Wenn man schnell mal was zeigen will, dann dauert's. Kann doch nicht sein. Jetzt müsste es gleich ausgehen. Einwandfrei. Nicht schlecht, Sprachspecht. Und so muss eine Maschine funktionieren.